Ja, die Handwerkskammer Koblenz ist in vielen Projekten im Balkan, auch in Afrika, mit der beruflichen Bildung unterwegs, um berufliche Bildung weiterzubringen, also auch ins Ausland zu bringen. Außerdem helfen wir diesen Ländern in der Weiterentwicklung ihrer beruflichen Bildung. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Zweck, um Menschen in Qualifikationen zu bringen. Und in Ruanda selber sind wir seit 2012 und haben dort mit einem kleinen Projekt angefangen. Partner Afrika ist eine Sonderinitiative des BMZ, in dem es darum geht, junge Leute oder jungen Leuten bessere Möglichkeiten zur Arbeitsplatzfindung und Beschaffung zu ermöglichen. Also derzeit haben wir in Ruanda auch zwei Projekte. Wir haben ein Berufsbildungsprojekt. Dort geht es um die Einführung des dualen Systems in den Ländern Burundi, Uganda und Ruanda in den Bereichen Schweißen und Solar. Und wir haben das Partner Afrika-Projekt, was eben betreut wird von der Cornelia Zupp, wo es auch um den Schwerpunkt BTEC-Fortbildung geht, Train the Trainer und die Gründung und die Entwicklung einer kleinen Start-up-Beratung. Es teilt sich hauptsächlich in drei Säulen auf. Eine Säule ist Unterstützung des BTEC, so des BTEC-Kurses, in dem es darum geht, die Durchlässigkeit von der beruflichen Bildung zur akademischen Bildung zu ermöglichen. Es fehlte nämlich ein Übergang von der höheren beruflichen Bildung in die akademische Bildung. Also es gab keine Durchlässigkeit, eine soziale Mobilität nach oben. Deswegen haben wir uns aufgemacht, einen neuen Abschluss zu kreieren, der da BTEC heißt, Bachelor of Technology. Unsere zweite Ergebnissäule bezieht sich auf das, was typisch ist für eine Handwerkskammer. Auch dort schulen wir weitestgehend Ausbilder in beruflichen Schulen, aber auch Firmen, nachdem wir den Bedarf dort erfragt haben. Für unsere Schulungen arbeiten wir mit Meistern zusammen, mit Meistern aus der Handwerkskammer. Und bisher haben wir circa, nach 2 Jahren Projektlaufzeit, haben wir circa 600 Teilnehmer geschult. In unserer Existenzgründerberatung, für die ein Experte nach Koblenz geflogen ist, um sich schulen zu lassen, haben wir bisher etwa 100 junge Menschen beraten und daraus sind 47 Unternehmen hervorgegangen. Wir haben auch eine dritte Säule, das nennt sich unsere Startup-Unit und das bedeutet letztendlich Unterstützung für Existenzgründer. So, diese Startup-Unit bietet Beratung an für junge Menschen, die gerne ein eigenes Unternehmen eröffnen möchten, aber noch nicht so genau wissen, ja, wo bekomme ich Geld her, was muss ich dafür tun, wie schreibe ich einen Businessplan. Ja, alle Ansprechpartner in diesem Bereich. Und versuchen auch vor Ort Politik eben zu überzeugen, weil unsere Aufgabe ist immer damit verbunden, dass wir dann vor Ort auch die Politik davon zu überzeugen suchen, dieses in ihre Statuten, in die gesetzlichen Grundlagen mit einzuarbeiten. Ohne die gesetzlichen Grundlagen würde das System im Ausland auch sehr schnell wieder kollabieren, wenn wir nicht mehr da sind. Und wir wollen ja nicht ewig in diesen Projekten verharren, sondern wir wollen ja immer mehr sozusagen ins Ausland tragen und dazu eben in einem begrenzten Zeitraum diese Etablierung sozusagen schaffen. Eine Partnerschaft, die sich durch die beiden Länder zieht, Deutschland. Auf der deutschen Seite haben wir das BMZ, vertreten durch die Handwerkskammer Koblenz und den Partnerschaftsverein Rheinland-Pfalz. Und auf der ruandischen Seite haben wir Rwandan Polytechnic und PSF, so Private Sector Federation. Das sind unsere beiden Hauptpartner, mit denen wir auch Verträge unterschrieben haben und alle Entscheidungen gemeinsam treffen. Ich freue mich sehr, dass ich Teil des Ganzen sein kann, eines neuen Abschlusses in Ruanda, der Lücken füllt, Skills Gaps, die sogenannten, aufgreift in der Wirtschaft. Das ist für Ruanda eine wundervolle Sache und für die Partnerschaft mit Rheinland-Pfalz und auch der Kammer in Koblenz ohnehin. Ja, kann man der Zukunft nur optimistisch entgegenblicken. Schön, Teil dieses Programms zu sein. So, unsere Aufgaben sind vielfältig und weit gefächert. Es macht Spaß, jeden Tag kleine Erfolge zu sehen. So, es ist toll, dass ich hier sein darf.